Check, check. Schönen guten Tag, schönen Menschen da draußen. Es wurde gefragt, ob ich vielleicht mal wieder Videos machen kann. Das auch, aber ich wurde unter anderem gefragt, ob ich vielleicht mal einen Tag mitfilmen kann, wenn ich zu Yumi fahre, zum YouTube User Meeting. Und da dachte ich mir, ich bin so gut und werde euch zum einen mit einem Video versorgen und zum anderen werde ich dieser Bitte nachgehen. Von daher herzlich willkommen zum Follow Me Around Yumi. Jetzt müsste nur noch so ein ganz tolles animiertes Intro reinkommen. Follow Me Around. So mit glorreichen Stimmen oder so. Bin ein bisschen schlecht belichtet gerade, weil es draußen pisst wie sonst was. Also schönstes Wetter, um zu Yumi zu fahren. Ich muss jetzt noch kurz einkaufen. Das werde ich jetzt mal nicht mitfilmen, weil das sieht echt dumm aus, wenn ich gleich die Kamera... Nee, ich glaube, das haben die Security-Leute auch gar nicht so gerne. Und dann werde ich mich in Zug nach Düsseldorf setzen. Und da treffe ich dann die Danica Kobold und die Jasmin. Und dann melde ich mich später wieder. Ey, yo, was ist los da drüben? Hallo. Was ist los da drüben an der anderen Leitung? Hallo. Hallo. Erstmal oh Mann, verschluckt. Da bin ich dich immer erschreckt, ha? Wer seid ihr? Ja, du hast mich total erschreckt. Wer seid ihr? Wer? Wer seid ihr? Wer? Als ob mit Regenerierung. Wir sind verrückte Kölner. Toll, wenn ich das so hoch. Ich bin auch nicht. Wenn ich das so hochlade, werden sich alle denken, boah, die Yumi ist so. Denken sich alle, die Yumi ist so extrem. Extrem, hier ist nämlich voll viel los. Ja. Super viel Action. First come, first serve und so. Der Russe. Oh mein Gott, der Russe! Es ist der Russe! Der einzig wahre Russe! Aus Köln eingeflogen mit Privatjet. So, es fühlt sich langsam. Die Galle ist immer noch da. Es ist auch wenigstens immer hell. Ja, wir haben hier schon einen erfolgreichen Beauty-Kanal gemacht. Ganz toll. Schminken-Kanal. Wer bist du? Was machst du? Agent auf YouTube-Videos abgelesen. Und jetzt heute ganz Niger, ich sehe mal professionell aus. Sexy! Bist du etwa die Frau Klugscheißerin? Nee, ganz im Gegenteil. Nur die Frau, die auf alles antwortet. Bist du das Kind von Dr. Albis und der Klugscheißerin? Du hast die Küche! Du hast es erfasst, das ist das Geheimnis. Das ist der Wahnsinn. Cool. Ist ein Video. Ja, es ist ein Video. Man kennt sogar das Schild. Oh mein Gott. Wir haben aber noch mehr Leute. Wir müssen erstmal wieder Vorstellungsrunde machen. Hallo, was machst du? Hallo. Wer bist du und was machst du hier? Ich bin Jonas und ich bin hier wegen meinem Alkoholproblem. Nein, ich bin hier, um mir den Fortschritt zu hören. Du bist auf YouTube, ne? Was machst du da auf deinem Kanal? Auf meinem Kanal. Tutorials über alles Mögliche eigentlich. Wie heißt der Kanal? Ja, das hast du auch schon sehr erfolgreich, du hast ja schon über 10 aus? Über 10. Über 10, es sind genau jetzt 25.000 und einer, habe ich eben noch. Und einer, der ganz wichtig, der eine, der Gruß geht an dich raus. Du hast doch gerade den Kanalnamen gesagt. Die Mutter. Soll ich den sagen? Ja. Was machst du da jetzt genau? Das sind ASMR-Videos, hab ich gesagt. Was macht man da? Was macht man dann? Man versucht, die Leute zu... Man flüstert, halt mal! Einiges halt mal, mein Arm bricht ab! Weil ich keinen Controller mehr habe. Thank you. So. Man versucht, dass der Zuschauer sich gut fühlt. Okay. Ja. Und dabei flüstert man hauptsächlich, glaube ich. Aber das ist auch eine Option, es ist kein Muss. Und dadurch werden die Leute dann stimuliert, kann man das sagen? Naja, vielleicht. Also, nicht sexuell, nein, bevor das jetzt gleich wieder irgendeiner meint. Nein, wenn es in meine Schublade reingeschoben ist, ist aber nicht so. Zum Beispiel, das ist auf einem anderen Kanal, auf einem anderen Portal. Genau. Also zum Beispiel, wenn wir einen Freund ins Ohr flüstern und das so angenehm kribbelt. Wenn mein Freund mir ins Ohr flüstert, dann ist das auch kein Sachen. Ja, das ist aber wieder was. Nee, dann sind wir wieder auf der falschen Schiene. Wir sind wieder in der falschen Schublade, ja. Na verdammt. Alles klar. So Leute, Kameraeinführung. Der Alex kommt demnächst auch auf meinem Kanal. Oder vielleicht ist er auch schon auf meinem Kanal, weiß ich ja nicht. Oh, das liegt ja auch schon seit Ewigkeit auf Festplatte. Mit dem habe ich ja das Crazy Kitchen Bento Set war es, genau. Das war damals, als er noch jung war. Als du noch Haare hattest. Hallo! Was machst du auf deinem Kanal?
Das ist gut. Flüsterst du auch Menschen ganz sexuell ins Ohr? Ja, ich flüsse ihnen ganz sexuell die neuesten YouTube-News. Ich wollte so mal so eine extra Ausgabe machen, wo du so mich tust. Du meinst so, hallo und willkommen beim YouTube Creator Magazine. Du bist also der Nee, ich bin eigentlich der. Der Sohn! So, da vorne haben wir schon das Kind von der Klugscheißerin und von der Kleinen. Hier haben wir den Sohn von Mr. Trashpack. Ja, ich meine, hat ja auch anscheinend gerade erst geworfen, weil der braucht ja auch noch, aber naja, ich weiß auch nicht. Schön! Ja. Hi, wer bist du? Was machst du? Und was machst du? Ich trinke Kaffee. Und du bist auf YouTube und du machst Musik, hast du? Ich hab die ganze Zeit nachwacht gelegt, weil ich an Honig gekriegt habe. Von den Einschlafen. Das ist doch. Hallo. Bist du nicht? Nein, ich bin nicht. Ich dachte Gronkh, das kommt vom Bart eher hin. Gronkh, Sacharzahl, die Theorien sind da vielfältig, aber ich bin nicht so ein Alledäger. Wer bist du? Und was machst du? Ich bin Gronkh vom Kanal. Krimikomödie? Unter anderem die Krimikomödie. Ich habe mir sagen lassen, die kommt bald. Auf jeden Fall bald. In ihrer Nähe, auf ihrem Computer. Spätestens 2020. YouTube.com/WaveTimeInc. Vielen Dank, dass ich hier bin. Habe ich jetzt mein Soll fast schon damit erfüllt? Welches Soll? Weil wird es viele Abonnenten zeigen? Die Sache hat es auch gerufen. Nein, ich wurde nämlich gefragt auf Twitter. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Es tut mir leid, aber irgendwer hatte mich letztens noch darauf angesprochen, als ich geschrieben habe, dass sie Yumi ist, ob ich nicht mal einen Tag mitfilmen kann, wie ich auf der Yumi bin. Oh, das war eine gute Idee. Das war eine gute Idee. Das habe ich eigentlich schon mal in Anführungszeichen gemacht, aber. Das ist ja dann. Aber Halschi Bumbaichi. Bumbo. Wir machen jetzt vielleicht einen interaktiven Workshop. Das heißt, ein Forschungsprojekt für YouTuber und ihre interaktiven Videodialoge. Hallo Bernd, du bist im Weg. Wer bist du und was machst du hier? Ich bin der Bernd und ich organisiere das ganze Juni und schaue mal, dass möglichst viele Leute das mitkriegen, dass es überhaupt ist und organisiere, wer einen Vortrag hält. Heute Frau Geschwenker. Ja, mit der Folie da. Und wir machen gleich einen Workshop. Wir machen gleich einen Workshop, ja. Um 19 Uhr geht's los, also knapp nur eine halbe Stunde. Ja. Und ich hoffe, der wird spannend. Und wir hoffen, dass alle ruhig sind. Das ist immer das größte Problem, glaube ich, hier. Ja, die Lautstärke und das Aufpassen. Ja. Man braucht viele Pausen zwischendurch. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Wir machen jetzt gleich einen Workshop. Und dafür haben wir gerade schon vorbereitet. Einmal hier Protagonist. Hier haben wir zum Beispiel einen Hund, einen Abonnent, einen Anhalter. Ich habe natürlich David Tennant draufgeschrieben. Gaybrush ist dabei, der Metzger um die Ecke. Gronkh ist natürlich auch mit dabei. Dann einmal das Problem. Da haben wir kein Geld, keine Eier, ist auch ganz schön. Meins war natürlich die Tat, es ist kaputt. WhatsApp geht nicht natürlich. Und zum anderen noch die Lösung. Kuna Matata. Spinnen. Tau ziehen. Oma überfahren. Hier mit dem Körper erstehen. Fenster putzen. Katzenfutter. Zu Yumi gehen. Die Lösung aller Lösungen. Demnächst also auch mit der Brille? Absolut. Bist du jetzt der Sohn von Dr. Alvesen und der Klugscheißerin? Nee, ich bin der Sohn von Iris Welt. Darf ich das so reinschneiden? Viri, wir lieben dich alle. Dein Kanal. Russland. Russe 2. Hotel Remi. Es gibt Diamanten auf Instagram. Was kommt da? Catch mal die Leute ein bisschen. Catch mal die Leute ein bisschen. Er bringt mir Deutsch bei. Ich bringe ihm Deutsch. Die Logopädie ist B. Ja, sowas bekommt einfach so und ich bringe ihn Russisch bei. Ey, komm, wie war das? Ganz klar, ey, guck, mach mal. Hab jetzt gerade gesehen. Zum Beispiel die Tutorials, wie man Sack rasiert zum Beispiel. Einfach kommen. Also ich, das ist auf YouTube viel zu wenig. So einfach mal so. Aus guten Gründen wahrscheinlich. Nein, weil ich weiß, keiner macht. Weil keiner hat so einen schönen Sack. Weil YouTube das auch sperrt. So einen schönen Sack wie der Russe. Wer bist du und was machst du hier? Matthias. Du bist viel zu leise. Ich bin Matthias und ich komme zu spät wie immer. Was machst du? YouTube und so. Nix. Guck mal der! Guck mal der! Du bist immer noch drauf. Guck mal der!
Der macht auch was. Was machst du auf YouTube? Videos. Boah, sag mal, so kriegst du keinen einzigen Kanalabonnent, wenn du so weitermachst. Ich will auch zurzeit gar keinen Abonnenten. Boah, bist du langweilig. Ja, ne, unglaublich. Lösch deinen Kanal. Hallo. Oh mein Gott, er ist es. Es ist der einzig wahre. Und da geht ja. Warte mich einfach nicht. Jetzt geht extra links rum. Voll die Challenge hier. Wenn ich mich einmal drehen muss. Wer bist du und was machst du hier? Ich. Kekosa! Ich bin der Hausfreund, ich geh auf Klo. Geil!